Hallo meine Lieben, heute machen wir einen winterlichen No-Bake veganen Fudge. Ja, und für das habe ich da einen Topferl und erhitzen wir 150 ml Sojamilch. Ich habe da Schokosojamilch genommen, weil ich die gerade in so kleine Backerl gehabt habe. Und wie viel? 250 Zucker. Ich habe da so einen No-Calorie-Zucker, so auf Erythrit-Basis. Und das wird jetzt da ganz stark verwirrt. Und jetzt muss man auf die Uhr schauen, weil laut Rezept muss das jetzt genau und exakt 7 Minuten köcheln. Mein Schatz schaut auf die Uhr. Ja? Mhm. Und ich rühre jetzt da und melde mich dann bald wieder, wenn die 7 Minuten knapp vorbei sind. So, die 7 Minuten sind jetzt vorbei. Ich habe jetzt da gleich ausgeschaltet. Und dann kommen da, ich habe so 60 Gramm vegane Butter. Die wird jetzt da reingerührt. Ich habe da leicht gesalzene Butter genommen. Mit dazu. Ja. Ich habe jetzt da gesalzene Butter genommen, weil ich mir gedacht habe, das gibt dem vielleicht ein bisschen an extra. Kannst du das dann ausputzen, bitte? Dann habe ich ein bisschen Vanille. Wie viel Schoki war das? 150. 150 Gramm Schoki, dann habe ich da so eine Tasse Kokosraspeln. Dann habe ich eine Tasse Spekulatius. Die habe ich im Plastiksackerl ein wenig grob geschlagen. Dann kommt da dann noch ordentlich Zimt rein. Und ein paar Tropfen rumherum, da haben wir auch noch rein. So. Ihr könnt da natürlich einen normalen Alkohol rein, da ist ein Rum oder so. Kardamom kann man noch rein, da ein Nelkenpulver, das Ingwer, ihr könnt da zwei kleine getrocknete Früchte rein tun. So. Das ist jetzt ordentlich verrührt alles. Und dann schütten wir das Ganze in unser Backform, die ich mit Backpapier ausgefüllt habe. Machst das eh du, oder? Ja. Mir ist das zu heiß. Hast du noch ein bisschen? Ein bisschen warm. Ist doch top. Du brauchst das schon. Das Ganze stellen wir jetzt für 3 Stunden in den Tiefkühler. Und dann schauen wir, wie das Ganze ausschaut. Ciao dabei! So, jetzt war das Ganze ein paar Stunden im Kühlschrank. Dann werden wir das jetzt so umdrehen. Und dann vorsichtig runterlösen. Hatsch ist nämlich schon sehr weit.
sehr weich ist. Dann schneiden wir das runter. Der ist wirklich extrem weich. Setze ich das dann wieder rein. Ich kann wieder bitte aufhalten, dass ich das einsetzen kann. Wieder. Und ganz dann wieder in den Kühlschrank, also in die Gefriere. So, da la. Aber er schmeckt. Absolut köstlich. Ein bisschen Erdbeeren. Und ein bisschen Maracuja. Und dann haben wir da eine schöne Nachspeise. Auch wenn es ein wenig sehr flüssig ist. Aber schmeckt jetzt voll der Hammer. Vielleicht sollte man das in kleine Gläschen servieren. Dann schaut schöner aus als wir da auf dem Teller. Und mit ein bisschen Schlager was drauf. Dann ist das eine tolle winterliche, festliche Nachspeise. Tschüss, pfiat euch und viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!